will irgendein Spiel spielen. Aber Regeln lesen. Oh. Nee, kein Bock auf Regeln lesen. Ich will eigentlich das Spiel nehmen und sofort losspielen. Wieso gibt es sowas nicht? Es gibt so ein Spiel. Es gibt so ein Spiel? Die Abenteuer von Robin Hood. Welches Spiel? Das? Die Abenteuer des Robin Hood von Cosmos? Ein Spiel, wo ich keine Regeln lesen muss und sofort losspielen kann? Und wem das komisch vorkommt, es ist tatsächlich so. Wenn ihr die Abenteuer von Robin Hood das erste Mal spielt, kriegt ihr so einen kleinen Zettel. Und da stehen nur die Bewegungsregeln drauf und was ihr machen müsst. Und dann könnt ihr das Spiel auch schon losspielen. Ihr kriegt dann dieses Buch hier in die Hand und fangt an zu lesen. England im Jahre des Herrn 1193. Die Wache stieß Little John vorwärts. Die Kette, mit der man ihn gefesselt hatte, scheuerte an seinen Handgelenken. Durch die Kapuze erkannte er die immer näher rückende Silhouette des Galgens. Und dann fangt ihr auch schon an, das Spiel zu spielen. Und Stück für Stück erklärt euch das Spiel dann, was jetzt passiert. So werdet ihr dann am Anfang sagen, okay, zieh ein Plättchen raus. Und danach zieht ihr eine Scheibe raus, die ist dann zum Beispiel grün. Und dann steht da, was bei grün passiert, das und das. Und dann spielt ihr so weiter und habt eine Mission, die ihr erfüllen müsst. Ich werde sie euch natürlich wegen Spoilergründen gar nicht erzählen, außer, dass wir im Robin Hood Abenteuer sind und das hier sehr thematisch ist. Da fällt mir auf, ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Aber dafür haben wir jetzt gar keine Zeit, weil das Spiel fängt ja auch schon sofort an. Und die einzige Regel, hi, by the way, die einzige Regel, die es hier gibt, ist das Laufen. Die ist dann auch noch super simpel. Wir werden nämlich diese drei Spielfiguren haben und die legt ihr dann einfach an eure Figur an. Und dort, wo ihr eure Bewegung aufhört, dort stellt ihr halt die andere Figur einfach hin. Ihr werdet zwei haben. Ich spiele immer nur mit einer. Und danach nehmt ihr die alle weg und fertig. Wenn ihr dann mit eurer Figur auf einem Fragezeichen seid, wie jetzt zum Beispiel hier diese kleine Frau im Wald, dann dürft ihr das umdrehen oder beziehungsweise dann wird ein Event getriggert und dann lasst euch überraschen, dann werdet ihr das im Buch einfach nachlesen können. Das ganze Spiel spielen wir natürlich auch kooperativ, das heißt im Team. Und wieso das so genial ist, ist weil wir werden natürlich hier diese kleinen Figuren hinstellen und dann, okay, ich stehe jetzt hier und dann mache ich aus Versehen so. Und es bewegt sich um 2 Millimeter. Und wenn wir gegeneinander spielen würden, würde dann einer sagen, Christopher, du hast die Figur jetzt aber bewegt, das gilt jetzt so aber nicht. Aber ich habe die nicht so extra bewegt. Doch, hast du. Aber da wir im Team spielen, sage ich, oh, ich habe die jetzt hier 1 Millimeter bewegt, ist das für alle okay? Ja, ja, ist okay, ist ja weder eh nur ein Vorteil für uns. Okay, dann stellen wir die da hin und weiter geht das Spiel. Und das ist wirklich, wirklich wichtig und das ist richtig schlau gemacht, weil wir dadurch niemals diese Diskussion haben, so, war das jetzt so oder war das jetzt so, so und dann so Millimeterarbeit haben, sondern eher dann so, kann ich mir diesen halben Zentimeter nehmen, um dort anzukommen? Christoph, hör auf zu schummeln! So sieht das eher bei uns aus. Ja, und mit diesen paar Regeln stürzt ihr euch dann in das Abenteuer des Robin Hood. Was hier natürlich auch eine Besonderheit ist, jeder spielt einen anderen Charakter. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir spielen hier eine Geschichte. Und wenn diese Geschichte zu Ende ist, ja, dann könnt ihr es ja eigentlich nicht nochmal spielen, oder? Dieser Frage bin ich natürlich mit Wally auch auf den Grund gegangen, ob das so ist. Und es ist ein echt cooler Kniff. Also, dieses Spiel, ihr müsst es wissen, hat Wally vom Hocker gehauen und mich. Und ich denke, das hier ist ein neuer Meilenstein und Wally denkt das auch. Und viele Spiele werden in Zukunft diese Spielmechanik auch übernehmen. Jetzt aber wieder zurück zum Punkt. Und zwar wird jeder Charakter anders sein. Das heißt, hier in diesem Storybuch wird es immer andere Sachen passieren. Das heißt, wenn ihr am Anfang spielt, ja, ich will euch jetzt nicht spoilern, und dann zieht ihr die rote Scheibe raus, ja, dann passiert was Bestimmtes. Wenn ihr aber gelb rauszieht, ja, und der gelbe Charakter, ne, dann werdet ihr nachlesen, was beim Gelben passiert. Ihr zieht grün raus, dann steht da, was dabei Robin Hood passiert. Wenn ihr das Spiel nur zu zweit spielt, ja, und danach spielt ihr das Spiel nochmal und dann nehmt ihr einen anderen Charakter, da ändert sich nochmal alles. Was Wally und ich zum Beispiel gemacht haben, ist zu zweit gespielt und danach kann man es halt einfach wieder alles umdrehen und dann wieder von Anfang spielen. Dann haben wir es zu dritt gespielt und dann war es schon mal ganz anders, weil auf einmal ein anderer Charakter dabei ist. Und wenn ihr das Spiel verliert, dann sagt ihr,
Ja, dann muss ich ja beim nächsten Mal einfach genau das Gleiche machen und dann habe ich sofort geschafft. Das dachte sich Christopher auch. Dann habe ich verloren und wir haben es nochmal gemacht. Ich mache genau das Gleiche und dann so, aha, wurde ich einfach geprankt, weil es einfach anders ist. Ja, es ist ein anderer Weg, der zum Ziel führt. Man kann nicht wieder genau das Gleiche machen, weil man dreht es um und danach geht man sozusagen den Weg B. Man geht nicht mehr den Weg A, sondern muss dann den Weg B gehen und es ändert sich. Das heißt, wenn ihr dasselbe macht, dann so, nee, ihr habt den schon verpasst, der Koch ist schon weg, ne, ihr müsst euch was anderes überlegen. Das ist wirklich cool, weil da oft ist es bei mir so, wenn ich dann irgendwie verliere und es nochmal spiele, dann denke ich mir so, boah, jetzt nochmal genau dasselbe machen, das ist ja easy. Es ist aber nicht genau dasselbe. Natürlich wird es etwas einfacher für euch, weil ihr es so verstanden habt, okay, wo soll ich hingehen? Aber es ist nicht genau dasselbe und das finde ich so genial. Was ich aber noch mehr mag vom Spielfeeling, ist das Verstecken der Soldaten. Und zwar seht ihr auf dem Spielbrett immer diese etwas dunkleren Flächen. Und das ist der Schatten, wo wir uns verstecken werden. Es werden nämlich Wachen kommen mit den Plättchen, die wir flippen werden. Und die betrachten dann genau den Bereich, der hell ist. Das heißt, ich muss mich immer von Schatten zu Schatten bewegen, um mich dort zu verstecken. Und das erinnert mich so stark an, ja, damals, als ich diese Computerspiele noch gespielt habe, diese Computerspiele, da habe ich mich auch immer, so muss man sich in Schatten verstecken. Ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Robin Hood-Spiel war oder nicht. Aber das macht so Spaß, dann zu überlegen, okay, von welchem Schatten zu welchem sneake ich mich jetzt dahin und verstecke mich dann da. Und wenn ich dann die längere Figur hier nicht benutze, kann ich auch einen weißen Würfel in meinen Beutel tun, der mich dann boostet, weil man muss später auch Proben machen, wo man dann die kleinen Cubes aus diesem Beutel zieht und die sagen dann, ob das erfolgreich war oder nicht. Und so kann ich dann den Beutel etwas stärker für mich machen. Ja, und das Besondere habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das ganze Spiel ist nämlich wie ein Adventskalender. Und das macht es auch, dass man es sofort losspielen kann. Wir werden nämlich hier immer die Sachen nehmen und dann umdrehen und das wird dann neue Wege eröffnen, neue Sachen schauen. Ja, und dann ist es auch so, ihr spielt es das erste Mal, alles ist umgedreht. Ich würde am liebsten alles umdrehen und schauen, was ist wo versteckt. Aber nein, Christopher, ich bin geduldig und mache es nicht und spiele dann halt und schaue das Ganze. Und das ermöglicht so viel. Das macht dieses Ganze, ich stelle Miniaturen hin, stelle das dahin, das nimmt es alles weg, weil ihr dreht es einfach um, dann steht da eine Wache. Ihr müsst die Wache wegnehmen, ihr dreht das Plättchen wieder um. Genial. Ein Nachteil hat das Ganze natürlich, das Spielbrett nutzt sich ab. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit rausnimmt und reinnimmt, rausnimmt und reinnimmt, werdet ihr an den Spielbrettern hier so, beziehungsweise werdet ihr an diesen Plättchen so leichte Einkerbung sehen, weil ihr es halt oft rein und rausgenommen habt. Es ist aber nicht wirklich schlimm. Ein paar Tipps dazu, ihr könnt es so an den Ecken mit Tesafilm machen, dass es dann nicht so abgenutzt wird. Oder ihr könnt beim Spielen ein Messer nehmen und dann vorsichtig die Sachen so rausnehmen, dann sind die nicht leicht beschädigt. Ich habe das ab und zu gemacht, fand es dann aber doch relativ unnötig, weil ich will das Spiel spielen und das Spiel auch erleben. Wenn das Spielbrett leichten Schaden hat, ist das für mich kein Problem, weil es sieht nach wie vor wunderschön aus. So, kommen wir zu meinem Fazit. Wie finden wir, Wally und ich, jetzt die Abenteuer von Robin Hood? Und ich muss sagen, ja, Cosmos hat es wieder geschafft. Es ist eine Innovation. Es ist ein Spiel, das sich anders anfühlt als alle anderen Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Es hat wirklich dieses Aufbauen und direkt losspielen. Natürlich beim Abräumen sagen die dann in den Regeln, schmeißt alles in einen Beutel und wenn wir nächstes Mal spielen, bauen wir das dann auf. Ich räume es aber dann vernünftig weg, weil man muss dann ein paar Plättchen wieder zurückdrehen. Das ist natürlich noch nicht so perfekt, aber ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich, alle sagen ja, wir sind Robin Hoods Fans. Ich sag, für mich persönlich, ich finde Robin Hood ist okay. Ich fand den Trickfilm von Disney cool. Ich fand auch die Filme cool. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, boah, ich kenne alle Charaktere bei Robin Hood und ich bin da voll deep drinne. Aber ich sag, das ist ein interessantes Thema. Und dieses Spiel catcht mich. Das macht mich dazu, dass ich sage, okay, dieses Robin Hood-Thema ist echt, echt cool und fesselt einen. Sowohl von der Spielmechanik, es ist sehr simpel, aber trotzdem fühlt es sich richtig an. Aber auch vom Storytelling, dass es wirklich so ist, okay, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt als nächstes? Wie schaffen wir das Ganze? Und es ist auch gar nicht so leicht. Ja, wir haben auch verloren in dem Spiel, wo wir dann die Mission nochmal von vorne starten mussten, weil wir halt falsch gegangen sind. Und dann spielt man und einer sieht diese Kutsche und dann, ich will unbedingt zu dieser Kutsche. Und so, ja, fokussiere dich auf das Ziel.
Aber er geht dann halt zur Kutsche, weil jeder kann ja auch das machen, was er möchte, obwohl es halt kooperativ ist. Und ich muss sagen, Robin Hood ist wirklich sehr gut geworden. Sehr gut. Und es macht sehr viel Spaß. Es hat natürlich dieses, man hat dann einmal die Mission durchgespielt und dann spielt man es nochmal, weil da gibt es so eine Abzweigung. Und danach so, okay, jetzt habe ich eigentlich auch schon alles erlebt. Aber bis ihr das habt, sind schon zahlreiche Stunden vergangen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die meisten von uns spielen bei den Kampagnen, spielen nur die ersten 5 Missionen und fassen es dann nicht mehr an. Außer es ist richtig gut. Hier habt ihr das Spiel dann schon fast einmal durchgespielt und könnt es dann noch einmal durchspielen. Wenn ihr sagt, Christopher, das ist mir zu wenig Wiederspielwert, dann werdet ihr online ein paar Missionen finden. Da gibt es auch schon Solo-Missionen und ich denke, da werden auch Fanszenarien kommen. Und es bietet sich auch sehr, sehr an, dass dieses Spiel Erweiterung kriegen wird. Und mal schauen, ob es Spiel des Jahres wird. Ich denke, dann kriegen wir auf jeden Fall Erweiterung. Ich bin sehr begeistert von Robin Hood und ich finde, Michael Menzel hat hier ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht. Sehr schön illustriert, eine coole Story, coole Thematik, richtig gut umgesetzt. Für mich gibt es hier eigentlich gar nichts zu bemängeln. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Habt ihr Robin Hood schon durchgespielt? Wollt ihr ein Video, wo Walli und ich einen Spoiler-Talk machen? Das heißt, wir erzählen euch alles über die Geschichte. Ich habe euch natürlich jetzt nichts über das Ende erzählt und so weiter und so fort. Wollt ihr so ein Video, wo wir mit Walli darüber reden? Schreibt es auch dann gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Christopher von den Brettspiel-Geeks.